Liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalfernsehen TV. Heute sind wir am Stand von Löwe und haben zum Gespräch Herrn Oliver Seidel, den Vorstandsvorsitzenden der Löwe AG. Herr Seidel, Löwe steht seit jeher für Design und Funktionalität. Wie ordnen sich denn die Produkte und Features für die nächsten Monate ein? Ja gut, ich denke, wir stehen weiterhin. Wir haben eine ausgewogene Positionierung unserer Marke zwischen Technologie und sehr Designorientierung, quasi der Fernseher auch als Einrichtungsgegenstand, das Home Cinema System auch als Bestandteil der Wohnumgebung. Das wird auch so weiter bleiben. Aktuell spielt die Vernetzung von Internet und Fernsehgeräten eine immer größere Rolle. Inwieweit implementiert denn Löwe den HBB-TV-Standard in die aktuellen Geräte? Ja, der HBB-TV-Standard ist bei uns integriert in die neu in den Markt kommenden Geräte, vor allem natürlich in den Löwe Connect, sodass Sie hier auf sehr einfache Weise auf Mediatheken zugreifen können, auf Hörbücher, definierte Inhalte im Netz herunterladen und ansehen können im Fernsehgerät und natürlich auch dann am Ende des Tages frei im Internet vom TV aus dem Wohnzimmer surfen können. Ja, spätestens seit der letzten IFA ist natürlich 3D das Thema schlechthin. Inwiefern implementiert denn Löwe die 3D-Darstellung in die kommenden Fernsehgeräte? 3D ist zurzeit ein Trend, der mehr kommunikativ verbreitet wird. Im Moment gibt es bei 3D noch keine Inhalte für den Fernseher im Wohnzimmer oder kaum Inhalte. Und es gibt auch noch nicht einen einheitlichen Standard und das behindert natürlich den 3D-Genuss heute noch. Das wird sich aber ändern. Laut einer Studie der GfU werden bereits im nächsten Jahr 10% der Konsumenten sich mit dem Thema eines 3D-Geräts, der Beschaffung eines 3D-Fernsehgeräts beschäftigen. Und wir zeigen hier auf der IFA selbstverständlich 3D-Geräte, 3D-Fernsehgeräte und 3D-Blu-ray-Player. Und diese Geräte werden Ende des ersten Quartals 2011 in den Markt eingeführt. Vielen Dank, Herr Seidel, für das Gespräch. Das war es erstmal von uns und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Digitalfernsehen TV.